Wir haben alle gesündigt und wir fallen mannigfaltig. Wenn jemand sagt, er hätte noch nie gesündigt, dann widerspricht er Gott selber. Weil die Bibel sagt uns Folgendes. Der Mann und seine Hingabe, das ist ein wenig auch Wiederholung von dem, was wir heute Morgen gesagt haben. Wir haben miteinander den David angesehen, seine Gefühlswelt, wie er umgegangen ist mit seinen Emotionen. Wir sahen ein Stück weit seine Hochs, seine Tiefs. Ja, einfach wie er mit seinem ganzen Inneren umgegangen ist. Heute Nachmittag möchte ich den Schwerpunkt etwas mehr legen auf die Hingabe, der Mann und seine Hingabe, oder besser gesagt, der David und seine Hingabe. Und wir haben gesehen, dass der David in seiner ganzen Gefühlswelt, in seinen Hochs und Tiefs, in all dem, was er erlebt hat, immer wieder hat er daraus ein Gotteslob gemacht, einen Gottesdienst. Wir sahen, dass er im Leid ganz bewusst angefangen hat, dieses Leid dem Herrn zu klagen. Wir haben gesehen, dass er in der Freude diese Freude ausdrückt gegenüber dem Herrn. In der Trauer schüttet er sein Herz auch aus, ihm gegenüber. Und im Sieg gibt er ganz bewusst dem Herrn die Ehre. Der David hat ganz bewusst sein Leben auf Gott ausgerichtet. Vielleicht denken Sie, ja, das ist alles Altes Testament. Ich habe jetzt gerade ein Mail bekommen, wo jemand sagt, ja, das ist alles okay, das ist Altes Testament, aber nicht anzuwenden aufs Neue Testament. Gerade jetzt gelesen, also das heißt, bevor ich reinkam. Nun, interessanterweise, der David wird im Neuen Testament erwähnt, und zwar lobend erwähnt. Und zwar in Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 22. Neues Testament. Interessant. Da sagt nämlich die Bibel selber, er sagt, über den David, ich habe den David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Was für ein Zeugnis für einen Mann, der hatte wirklich viel auch Nöte. Für einen Mann, der hat trotz all dem, dass er sich gesehnt hat nach Gott, hat er Fehler gemacht. Und das Leben von David war alles andere als perfekt. Und dennoch, ich habe einen Mann gefunden, David. Einen Mann nach meinem Herzen. Und wenn ihr einmal die Galerie der Helden der Bibel anschaut, wir wollen es miteinander kurz aufschlagen, Hebräer Kapitel 11, da finden wir verschiedenste Männer, unter anderem auch den David. Wieder Neues Testament. Sie werden erwähnt und sie werden uns als Beispiel hingestellt, als Beispiel des Segens, der Ermutigung, der Stärkung. Und da lesen wir in dieser Heldengalerie des Neuen Testaments Folgendes. Was soll ich noch weiter sagen? Es würde mir die Zeit fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, von Samuel und den Propheten. Und gerade diese Männer, die jetzt aufgeführt wurden, das waren oft Männer, die hatten Nöte in ihrem Leben. Und dann heißt es hier, das habe ich gelb unterstrichen, diese Männer haben in der Kraft des Glaubens Königreiche bezwungen, gerechte Gerichte geübt, die Erfüllung göttlicher Verheißungen erfahren, Löwen den Rachen zugehalten und Feuersglut ausgelöscht. Das sind alles Helden Gottes. Aber was macht sie zu Helden? Weswegen kommen sie in der Heldengalerie des Glaubens vor? Und ich glaube, sogar im Himmel wird es einmal eine Heldengalerie geben, all der Männer und der Frauen, die ganz bewusst ihr Leben gebaut haben auf die Gnade des lebendigen Gottes. Weswegen? Sein Name wird an deiner Stirn stehen. Wir werden Helden und Heldinnen des Glaubens sein, nicht aus uns, sondern weil er selber uns zu Helden gemacht hat. Aus Gnade sind wir errettet. Aus Gnade kommen wir einmal in den Himmel. Aus Gnade werden wir einfach dort sein, wo der Herr Jesus ist. Aber eben der David war alles andere als ein Held. Der David war ein Ehebrecher. Der David war ein vorsätzlicher Mörder. Und doch, wie geht das zusammen, dass die Bibel sagt, ich habe einen Mann gefunden, einen Mann nach meinem Herzen? Wie geht das? Und um das zu verstehen, möchten wir miteinander einen kleinen Vergleich machen. Einen Vergleich zwischen zwei Männern, die haben zu genau der gleichen Zeit gelebt. Nehmen wir zwischen Saul und David. Wo ist der Unterschied? Weswegen ist ein Saul ein Mann,
der schlussendlich in der Verderbnis ist, und einem Mann, einem David, über dem Leben steht, ein Mann nach meinem Herzen. Wo ist der Unterschied? Wie kommt das dazu? Beide Männer haben zur gleichen Zeit gelebt. Beide Männer sind in ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen. Und doch haben sich beide in ganz unterschiedliche Richtungen entwickelt. Einer wird ein Mann nach dem Herzen Gottes, der andere endet im Desaster, ja im Selbstmord. Beide Männer, sie hatten Hochs und Tiefs. Beide Männer feierten Siege und Niederlagen. Beide Männer feierten Gottesdienste, brachten Opfer dar, beteten zu dem Gott der Bibel. Und doch könnten die Unterschiede nicht größer sein. Wo liegen die Unterschiede? Was hat einen Saul negativ ausgezeichnet und was hat einen David positiv ausgezeichnet? Der erste Unterschied ist ganz sicher einmal, wie sie unterschiedlich mit der Sünde umgegangen sind. Und dieser Umgang zeigt sich in ihrer Herzenshaltung Gott gegenüber. Offenbart sich in dem Stellenwert, dem sie dem Wort Gottes der Bibel gaben. Jeder von uns, er weiß um die Tatsache der Sünde, jeder von uns. Keinem von uns muss man sagen, was Sünde ist. Wir haben alle gesündigt und wir fallen mannigfaltig. Wenn jemand sagt, er hätte noch nie gesündigt, dann widerspricht er Gott selber. Weil die Bibel sagt uns Folgendes, in 1. Johannes 1, Vers 10, da sagt die Bibel, doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Das heißt, schau mal deinen Nachbar an. Darfst du gerne machen. Siehst du, da sitzt ein Sünder. Und heute Morgen hatte ich einen Sünder angeschaut im Spiegel. Wir sind Sünder, wir bleiben Sünder, ist eine Tatsache. Die Frage ist einfach, wie wir mit dieser Sünde umgehen. Was machen wir mit dieser Sünde? Und diesen Unterschied wollen wir ein wenig anschauen. Der David, er hat einen Platz in der Heldengalerie der Bibel gefunden. Aber sein Leben, wie ich schon angetönt habe, war alles andere als heilig. Er war ein Mensch mit Schwächen und Begrenzungen, mit Vorlieben und Abneigungen. Und wenn wir das genauer hinschauen, dann sehen wir, dass vieles in seinem Leben nicht so optimal gelaufen ist. Er hat falsche Entscheidungen getroffen. Er ging Wege, die Gott nicht gefallen haben. Er hat sogar Gottes Wort missachtet und ist in Sünde gefallen mit der Bathseba. Und doch, ich wiederhole mich, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen. Wie ist das möglich? Wie kannst du, wie kann ich ein Mann nach dem Herzen Gottes werden? Bei all den Fehlern, die der David hatte, der David ersehnte sich zutiefst nach dem Gott der Bibel. Hast du diese Sehnsucht in deinem Herzen? Aber Herr Jesus, ich brauche dich, ich kann ohne dich nicht sein. Er hatte den tiefen Wunsch, Gott zu gefallen, trotz all seiner menschlichen Schwächen. Er wollte auf Gottes Wegen gehen, obwohl er gefallen ist. Und er hat sich das Wort Gottes, die Bibel, zum Maßstab seines Lebens gemacht, in aller menschlichen Begrenzung. Der Psalm 119, ich habe es heute Morgen schon gesagt, man ist nicht sicher, ob er vom David ist oder von Esra. Der Psalm 119, ein wunderbarer Psalm, wo immer wieder die Freude zum Ausdruck bringt, die Freude über Gottes Wort. Es ist ein Psalm voller Sehnsucht nach Gottes Wort. Ein Psalm, der Ausdruck gibt und sagt, wie wunderbar Gottes Wort ist. Darf ich fragen, wann hast du das letzte Mal gestaunt, indem du wunderbare Dinge entdeckt hast in der Bibel? Nicht prophetischer Art. Nicht unbedingt sensationslüstern. So
sondern weil du gestaunt hast über den Gott der Bibel. Weil du gestaunt hast über Jesus Christus. Weil du gestaunt hast über seinen Gedanken der Erlösung. Weil du gestaunt hast über dem, dass er dich aus der Sünde herausgeholt hat und zu seinem Kind gemacht hat. Und hast du das letzte Mal geweint über dem, weil er dein persönlicher Gott Erlöser ist. Dass er dir eine wunderbare Herrlichkeit und Zukunft schenken will. Dass er in deinem Herzen wohnt, Kolosser 1, 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wann hast du das letzte Mal einfach ihn angebetet? Der David hatte diesen Wunsch, seinem Wort zu entsprechen, ihm zu gefallen. Und interessant ist, wenn wir die Bibel lesen und uns auf die Spurensuche des David machen, da sehen wir, dass der David schon ganz früh in seiner Jugend sich gesehnt hat. Aber es spielt dir keine Rolle, ob du dich in deiner Jugend sehnst oder dich erst mit 30 oder 50 oder 60 bekehrt hast. Aber hast du diese Sehnsucht heute in deinem Herzen? Diese Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Der David sagt im Psalm 22, 11, sagt er Folgendes. Seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Von Mutterleib an bist du bereits mein Gott. Das zeigt einfach seine Sehnsucht, die er hatte, sobald er realisierte, dass da ein ewiger Gott ist, dem man begegnen darf in seinem Wort. Und so sehnt er sich nach Gemeinschaft mit ihm. Das heißt also, der David sieht sich schon ganz früh völlig abhängig von ihm. Schon im Jugendalter erkannte er, es geht nicht ohne Gott. Ich bin auf ihn angewiesen und deswegen war es sein Herzenswunsch, das zu tun, was du gelesen hast in der Einleitung. Und dieser Bibelvers steht auch seit fast 40 Jahren in unserem Ehering drin. Wir haben vor fast 40 Jahren, zusammen meine Frau und ich, haben uns diesen Vers ausgesucht. Wir möchten miteinander mit dem Herrn gehen, mein ganzes Leben lang. Und das heißt nämlich dort, um eines habe ich den Herrn gebeten. Das ist alles, was ich will. Er will nur das. Das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Hause des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist. Und still nachdenken in seinem Tempel. Du findest Gott nicht in der Natur. Du findest Gott nicht irgendwo. Du findest Gott nur in seinem Wort. Und wunderbar, wenn du zusammenkommst, auch gerade an einem Männertag, um Gottes Wort zu studieren. Um eines habe ich den Herrn gebeten, das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Hause des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist und still nachdenken in seinem Tempel. Diese Sehnsucht hat der David, bei ihm zu sein, auf Gottes Wort zu hören. Und diese Sehnsucht zieht sich durch sein ganzes Leben hindurch. Noch einmal, ist es auch deine Sehnsucht? Sehnst du dich nach seiner Gegenwart, ihn zu entdecken? Oft am Morgen stehe ich auf und sage, Herr Jesus, ich möchte dich jetzt wieder sehen in deinem Wort. Und dann lese ich einen Abschnitt, vielleicht 1, 2, 3 Kapitel. Herr Jesus möchte dir begegnen. Ist es auch dein Wunsch? Das war der Wunsch von einem David. Ganz anders beim Saul. Dieser junge Mann, privilegiert, er hatte unglaubliche Möglichkeiten. Er wurde der erste König Israels. Gott hatte ihn gesegnet, ihn befähigt zu seinem Amt. Mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Das Volk unterstützte ihn. Er beginnt so positiv und endet doch in der Tragödie. Weswegen? Warum war das so? Wie konnte es so weit kommen? Wo wurden die Weichen falsch gestellt? Nun, sein Werdegang, er kommt, wie gesagt, aus gutem Haus. Sein Vater war reich. Finanziell also abgesichert. Er sieht gut aus. Die Menschen sind ihm zugetan. Und doch entwickelt sich der Saul in eine negative Richtung. Wo ist das Problem? Wo wurden die Weichen falsch gestellt? Weswegen kommt es so weit, dass Gott schlussendlich ihm den Segen verwehren muss? Ja, weil der Saul nicht will. Weswegen kommt es so weit, dass Gott den Saul sich selber überlässt?
Ja, wie kommt es so weit, dass Saul schlussendlich von Gott verworfen wurde? Also über dem Leben von Saul, dieser tragische Satz steht in 1. Samuel 16, Vers 14, was heißt, aber der Geist des Herrn wich von Saul. Und dann geht es sogar noch weiter. Und ein böser Geist des Herrn plagte ihn. Ja, weswegen? Der Saul hat ein Nein gesagt zu Gottes Wegen. Und wenn man Nein sagt und der Herr sich zurückzieht, kommen automatisch andere Geister. Wo liegt das Problem? Ich denke, das sehen wir schon da, wo der Saul das erste Mal in der Bibel erwähnt wird. Könnt ihr aufschlagen, 1. Samuel 9, Vers 3. 1. Samuel 9, ab Vers 3. Es ist die Geschichte, wo dem Vater, dem Kis, laufen die Esel davor. 1. Samuel 9, Vers 3. Ich lese es. Da heißt es, eines Tages liefen Sauls Vater die Eselinnen davor. Das heißt, zwei, drei John Deere sind einfach plötzlich weg. Ja, kennt ihr John Deere? Massey Ferguson kann man auch, irgend so, ja, Hürlimann, das war früher. Mache dich auf und heißt es, mache dich mit unseren Knechten auf die Suche nach den Eselinnen. Die beiden durchstreiften das Bergland von Ephraim und die Gegend von Schalisha, aber sie fanden die Eselinnen nicht. Weiter suchten sie in der Gegend von Schalim, aber auch dort waren die Tiere nirgends zu finden. Dann durchzogen sie das ganze Stammesgebiet von Benjamin, aber wieder ohne Erfolg. Das heißt, der Saul ist im Auftrag seines Vaters mit einem Knecht unterwegs. Sie suchen das ganze Bergland ab, das heißt, sie sind einige Tage, vielleicht sogar zwei, drei Wochen unterwegs, keine Ahnung. Überall, habt ihr den John Deere gesehen? Nein, ist nicht da. Okay, nächster Ort, habt ihr gesehen? Nein, ist nicht da. Und schlussendlich sagt dann der Saul, nachdem er alles abgesucht hat, zusammen mit seinem Knecht, sagt er Folgendes. In Vers 5, lasst uns wieder zurückkehren, sonst macht sich mein Vater sich um uns noch mehr Sorgen als um die Eselinnen. Das heißt also, längere Zeit nichts gefunden, wir kehren zurück. Und jetzt kommt eine ganz interessante Reaktion, nicht von Saul, sondern von seinem Knecht. Und es zeigt uns einfach, wo dieser Saul sein Herz hatte. In Vers 6 sagt nämlich der Knecht, nicht der Saul, beachten wir das. Der Knecht aber entgegen, das heißt, der Saul sagt, hat keinen Sinn, wir kehren zurück, lassen wir doch diese Eselinnen, mein Papa macht sich Sorgen, ich will endlich wieder heim. Und er sagt, der Knecht sagt, doch der Knecht entgegnete, warte noch, in dieser Stadt, das heißt, da wo sie jetzt gerade sind, da wohnt ein Mann Gottes. Er wird von allen sehr geachtet, außer von Saul. Ja, weil er weiß nicht, dass der in dieser Stadt wohnt. Versteht ihr den Zusammenhang? Ist doch eine Tragik. Der Knecht sagt, warte, in dieser Stadt wohnt ein Mann Gottes. Er wird von allen sehr geachtet, weil alles eintrifft, was er voraussagt. Lass uns zu ihm gehen. Vielleicht sagt er uns, welchen Weg wir einschlagen sollen. Saul hat keine Ahnung, dass in dieser Stadt, wo sie gerade sind, ein Mann Gottes wohnt. Und zwar nicht irgendein Mann Gottes, sondern einer, da trifft alles ein, was er sagt. Das heißt, dieser Mann Gottes ist ganz nahe am Herzen des lebendigen Gottes. Und dieser Mann Gottes ist nicht irgendein Mann, sondern es ist der Prophet Samuel, der Diener in der Stiftshütte. Und dieser Diener hat sein ganzes Leben lang Israel gedient, aber der Saul weiß es nicht. Merkt ihr, wo seine geistlichen Prioritäten sind? Der Knecht weiß es. Und der Knecht wird nicht mal mit Namen genannt, einfach ein Knecht. In dieser Stadt ist ein Mann Gottes. Und der Saul hat kein Interesse an diesen Dingen. Was für eine Tragik. Und wenn man das übersetzen würde, könnte man sagen, okay, für den Saul ist Gott okay, aber für ihn nicht von Belang. Für den Saul ist die Bibel ja okay, ein gutes Buch, aber nicht sein Maßstab. Das zeigt uns einfach, für Saul ist Gott und die Bibel und der Gottesdienst und die Beziehung mit dem lebendigen Gott nicht von Belang. Das ist die Tragik des Herzens von Saul.
Wo stehen wir mit unserem Herzen? Und interessant, wenn wir das Leben von Saul beachten, dann macht der Saul viele Fehler, auch ähnlich dem David. Der Saul, er macht Fehler, er hört nicht auf die Stimme Gottes, aber dann geht es noch weiter. Er missachtet bewusst den Befehl Gottes, er verschont den König der Amalekiter. Er stiehlt für sich die besten Schafe und Rinder. Er missbraucht den Opferdienst zu seinem eigenen Interesse. Und da stellt sich die Frage, um was ging es Saul wirklich? Wo ist sein Herz? Das sehen wir in folgender Begebenheit. Wieder einmal hatte Saul den ausdrücklichen Befehl Gottes missachtet. Könnt ihr nachlesen, 1. Samuel 15. Hatte den ausdrücklichen Befehl Gottes missachtet. Der Prophet Samuel muss ihn zurechtweisen. Und dann sagt der Prophet Samuel, nachdem einfach das Fass übergelaufen ist an Bosheit, Ungehorsam von Saul, da sagt der Prophet Samuel zu Saul Folgendes. In 1. Samuel 15, Vers 23, Auflehnung ist ebenso schlimm wie Zauberei. Und Eigensinn ist nichts anderes als Götzendienst. Das heißt, wenn ich meinen eigenen Wille über Gottes Wort stelle. Eigensinn ist nichts anderes als Götzendienst. Und dann sagt der Samuel zu Saul, weil du gegen den Befehl des Herrn verstoßen hast, darum hat er dich auch verstoßen. Du wirst nicht mehr lange als König regieren. Was für eine Tragik. Was für eine Tragik, wenn Gott das einem König sagen muss, einer Person, einem Mann sagen muss, Gott hat dich verstoßen. Und wisst ihr, die Reaktion dann von diesem Saul ist noch viel tragischer. Er sagt nämlich dann in Vers 30a, sagt er, ja, ich habe gesündigt. Nicht jeder, der sagt, ich habe gesündigt, tut damit Buße. Denn wir sehen dann hier, wie es weitergeht, was der Saul dann anfügt und was er sagt. Er sagt nämlich Folgendes. In Vers 30b, und das erschüttert mich zutiefst in meinem Herzen. Es gibt Menschen, die können Buße tun, die können sagen, ja, ich habe gesündigt, ähnlich wie der Judas. Aber sie kehren nicht um, sie brechen nicht von einem lebendigen Gott zusammen. Und dann sagt er nämlich, und das ist die ganze Tragik des Lebens von Saul, es ging ihm nie um den lebendigen Gott. Es ging ihm immer um sich selbst. Er sagt dann aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Er hatte keine echte lebendige Beziehung. Und das ist die ganze Tragik eines Saul. Vordergründig tat er Buße, aber diese Buße war nur eine Buße wie ein Krokodil, das weint. Saul suchte selbst in der Buße seinen eigenen Vorteil. Genau das Gleiche hat zum Beispiel auch den Esau hat genau das Gleiche gemacht. Er sagt, wie ich gelesen habe, aber ehre mich doch jetzt vor dem Volk. Saul sucht sich selbst. Saul hat keine Gottesbeziehung. Saul kennt diesen Gott gar nicht. Für ihn ist es der Gott Samuels, nicht sein Gott. Und das ist die Tragik. Und wisst ihr, wenn wir Gott zwar kennen, aber nie eine lebendige Beziehung mit ihm eingehen, und das hat Saul nie getan, dann kommt es so weit, wie es beim Saul kam. Er war von Gott gesegnet, er war von Gott privilegiert, er war von Gott eingesetzt als König, aber schlussendlich durch seinen Ungehorsam verkriecht er sich vor Angst vor dem Goliath. Er wird innerlich von Neid zerfressen. Eifersucht durchsäuert sein ganzes Leben. Sein Handeln wird immer mehr vom Jähzorn bestimmt. Es kommt zu verschiedenen Mordversuchen gegenüber David. Er verliert die Unterstützung seines Volkes. Seine Familie zieht sich vor ihm zurück. Er wird von Gott verlassen. Er sucht im Okkulten, sucht er Rat. Er verliert sein Königreich und schlussendlich seine Söhne und sein Leben. Das ist die Tragik eines Saul, weil er nie
eine echte, lebendige Beziehung mit Gott eingegangen ist. Für ihn war Gottesdienst nur eine Show. Darf ich hier die persönliche Frage stellen, wie sieht es aus in deinem Leben? Hast du eine echte, lebendige Beziehung mit Jesus Christus? Keiner von uns ist perfekt. Jeder von uns hat gesehen, dass er ein Sünder ist. Und deswegen machen wir einen anderen Blickwechsel. Gehen wir zu David. Der David, er war alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Der David hat sogar, wenn man ganz nüchtern ist, schlimmere Dinge getan als Saul. Der David, er hat die Ehe gebrochen mit Bathsheba. Er hat den Uriah vorsätzlich umbringen lassen, das heißt vorsätzlicher Mord. Er hat dann ein ganzes Jahr lang, so wie wenn nichts wäre. David war auch oft aufbrausend, ungehorsam, stolz auf seine eigene Leistung. Und doch sagt die Bibel, noch einmal, Apostelgeschichte 23, Neues Testament, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen. Nun, wie wird man eigentlich einen Mann nach dem Herzen Gottes? Wir haben heute Morgen gesehen, indem man ein Mann wird, ein Mann der Bibel. Indem man anfängt, Gottes Wort und Maßstab für sich persönlich in Anspruch zu nehmen und in seinem Leben umzusetzen und auf alle Gebiete seines Lebens anzuwenden. Aber gleichzeitig wird man auch ein Mann nach dem Herzen Gottes, wenn man anfängt, Folgendes zu tun. In Klagelieder 3, 27, da heißt es, es ist gut für den Mann, wenn er ein Joch in seiner Jugend trägt. Unser Leben ist nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Manchmal geht es durch Tiefen, manchmal geht es durch Schwierigkeiten, durch Nöte und Anfechtungen. Aber hast du ein Ja zu den Wegen, die Gott dich führt? Nun, der David, wir haben es gesehen, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er Ja gesagt hat zu den Wegen, die Gott ihn geführt hat. Zuerst ging es zu den Schafen auf die Weiden von Bethlehem. Seine Familie feiert ein Fest, der David wird vergessen. Ja, Herr, ich sage Ja zu diesen Wegen. Der David, er wird ausgelacht, er wird verspottet. Der David wird von seinem Vater beauftragt, geh und bringe deinen anderen Brüdern, die im Kampf sind gegen Goliath, bringe ihnen Brote, Feigenkuchen und so weiter. Sein ältester Bruder, der sieht das, kommt ihm entgegen, voller Vorwürfe. Er sagt, dieser ältere Bruder sagt zum David, das machst du ja nur aus Eigensinn. Dein Hochmut ist vermessen. Du hast die Schafe in der Nachlässigkeit überlassen. Was macht der David? Er sagt ja zu den Wegen, die Gott führt. Er hätte ja sagen können, was ist los mit dir? Er hätte ihm richtig so die Meinung sagen können. Im Kampf gegen Goliath, da kommt dieser Goliath ihm entgegen, um einige Köpfe höher, größer als er. Er verspottet ihn, verlacht ihn und er kommt im Namen des Herrn, des lebendigen Gottes, den du verachtet hast, komme ich dir entgegen. Er sucht immer wieder, der David sucht Zuflucht beim lebendigen Gott. Als der David von dem schwermütigen König Saul mit dem Spieß an die Wand geheftet werden will, da sucht der David wieder Zuflucht. Er sagt Ja zu den Wegen, die Gott führt. Meint ihr, das ist alles so einfach? Aber wisst ihr, der David tut eines, er sucht immer und immer und immer wieder den Herrn. Als ich in meiner Jugendzeit einmal zu einem Seelsorger ging, und es war nicht immer alles einfach, da suchte der Seelsorger eine Bibelstelle, und es war die Bibelstelle aus Klagelieder 3, Vers 27. Und er hat mir gesagt, Samuel, es ist gut, dass du mit Gottes Hilfe lernst, die Wege zu gehen, Ja zu sagen zu den Schwierigkeiten und Lebensumständen, wo der Herr dich hingestellt hat. Und mache aus diesen Lebensumständen, mache aus dem ein Segen. Mache aus dem ein Lobpreis des lebendigen Gottes.
lerne die Last tragen. Der David hat es getan und es wurde für ihn zum Segen. Der David, er sucht den Herrn. Im Psalm 25 lesen wir, im Psalm 25, Vers 1, da lesen wir, ich habe da einige Bibelstellen zusammengetan, da sagte David von David, Herr, ich sehne mich nach dir, mein Gott, auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen. Wenn du ein junger Mensch bist, auf was setzest du dein ganzes Vertrauen? Ich weiß noch gut, ich bin oft am Sonntag, kilometerlang bin ich gegangen zu Fuß, mit Tränen überströmtem Gesicht und habe dem Herrn diese Bibelstelle vorgelesen. Herr, ich sehne mich nach dir. Mein Gott, auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen. Ich weiß, keiner wird scheitern, der auf dich hofft. Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll und lass mich erkennen, was du von mir willst. Lehre mich Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde. Zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Herr, erinnere dich an deine Barmen und an deine Liebe, die du den Menschen von Anfang an bewiesen hast. Was tust du mit deinen Sorgen, mit deinen Nöten, mit deinem Leid, mit deinen Schwierigkeiten deines Lebens? Wohin gehst du? David, er sucht den Herrn. Er hat den tiefen Wunsch, nach Gottes Willen zu leben. Er sehnte sich nach ihm. Wo ist deine Sehnsucht? Und wisst ihr, das ganz große Plus im Leben des David war, er war bereit, im Gegensatz zu Saul, war er bereit, Fehler einzugestehen. Er war bereit, sich korrigieren zu lassen. Und ich bin froh, wenn Männer, Frauen, Menschen auf mich zukommen und sagen, Samuel, hast du schon mal überlegt, es könnte sein, dass du da vielleicht einen Fehler gemacht hast? Könnte es sein, dass du theologisch über das Ziel hinausgeschossen bist? Könnte es sein, der David war bereit, sich korrigieren zu lassen. Er war bereit, Schuld einzugestehen, zu bekennen. Sind wir bereit, als Männer, wenn wir verheiratet sind, zu unseren Frauen zu gehen und sagen, Schatz, ich habe einen Fehler gemacht, kannst du mir verzeihen? Es ist nicht einfach. Sind wir bereit, begangene Schuld wieder gut zu machen? Der David, er hatte in seinem Leben ein riesengroßes Plus. Er sehnte sich nach Vergebung. Er sehnte sich nach Wiederherstellen der Gnade. Er sah sich Gott gegenüber verantwortlich. Das sehen wir sehr deutlich in seinem Ehebruch, den er begangen hatte mit Bathsheba. Da schlagen wir auf miteinander. Im Psalm 51, es ist ein Bußpsalm des David, da kam ja der Nathan zu ihm. Und der Nathan war auch ein weiser Seelsorger, hat ein sehr schönes Bild gebraucht, hat den David dahin geführt, dass er sich selber im Lichte Gottes sah und dann bricht dieser David zusammen und gibt Gott Recht. Und dann tut der David etwas, er sucht nicht den Fehler bei Bathsheba. Er sucht den Fehler bei sich selbst. Er sagt, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathsheba eingegangen war, das heißt, die Ehe mit ihr gebrochen, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich gründlich von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist immer da von mir. Denn an dir allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Der David, er hatte trotz seiner Fehler, trotz seiner Schwächen, er sehnte sich, mit Gott in Ordnung zu sein. Und so zeichnet sich dieser David aus durch echte Buße, aufrichtige Reue und wahre Umkehr. Ganz im Gegensatz zu Saul. Und er sagt im Psalm 51, Vers 14, sagt dieser David, erfreue du mich wieder mit deinem Heil.
mache mich stark, willig, gehorsam durch deinen Geist. Wisst ihr, wir dürfen lernen, mit Gottes Geist in unserem Leben zusammenzuarbeiten. Wir dürfen lernen, unsere negativen Gefühle abzulegen. Wir dürfen lernen, Zorn, Hass, Eifersucht abzulegen. Und der Herr Jesus will uns verändern. Das geht aber nur, wenn wir Männer sind der Bibel. Wenn wir uns sehnen nach dem lebendigen Gott, wenn wir bereit sind, Schuld einzugestehen und die Vergebung am Kreuz anzunehmen. Und es ist ein Weg der kleinen Schritte. Jemand hat einmal gesagt, die Bekehrung ist der Moment eines Augenblickes. Die Umwandlung in einen Heiligen jedoch braucht die Zeit eines ganzen Lebens. Und ich habe es hier schon einige Male gesagt auf dieser Kanzel, ich möchte in 10 Jahren, wenn der Herr verzieht und ich dann noch lebe, möchte ich nicht so sein, wie ich heute bin. Ich möchte verändert werden, möchte umgestaltet werden. Der David, er liebt den Herrn. Er singt für ihn die schönsten Lieder. Er bekämpft den Goliath im Glauben mit 5 Steinen. Und doch fällt er auf die Nase. Er ist von seinem Ego getrieben, will er den Großgrundbesitzer, der ihm die Hilfe verweigert, gleich mal einen Kopf kürzer machen. Und da kommt eine Frau und besänftigt diesen David. Er sieht diese nackte Frau baden. Warum sie öffentlich gebadet hat, weiß ich auch nicht. Aber der David tut Buße darüber. Der David ist voller Stolz, er lässt alle seine Soldaten zählen und er begegnet ihm der Herr selbst. Der David macht Fehler. Aber der David lässt sich von Gott helfen und er lässt sich zu, dass Menschen ihm über den Weg kommen, ob das eine Abital ist, ob das jetzt der Prophet Nathan ist oder Gott selbst ihm begegnet, er lässt es zu, dass er verändert wird und umgestaltet wird. Er lässt es zu, dass Menschen zu ihm kommen und ihn zurechtweisen. Der David, der wird Schritt für Schritt Zeit seines Lebens verändert in das Bild und er wird ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wie man zu diesem Mann nach dem Herzen Gottes wird, das haben wir heute Morgen schon ganz ein klein wenig auch gesagt. Der David, er ist auf der Flucht. Der Absalom trachtet ihn nach dem Leben. Er ist alt, müde geworden. Da kommt eben dieser Simei. Wir schlagen auf, 2. Samuel, Kapitel 16. Da kommt dieser Mann, der David, auf der Flucht. Alt. Er mag nicht mehr, er ist müde. Er hat die Wüste Juda vor sich. Da kommt dieser Simei heraus und sagt, da kam er heraus, fluchte und warf mit Steinen nach David. Er ist der König. Und dann kommt so ein Kerl und er sagt, der Leibwächter von David, in 2. Samuel 16, Vers 6, sagt dann, aber Abisai, oder dieser Abisai, das war ein Kerl, der konnte mit dem Spieß, mit dem Schwert umgehen. Da sagt er nämlich, der Abisai, der Sohn des Zeruja, sprach zum König, was will denn dieser tote Hund meinem Herrn, den König, fluchen? Ich will noch hingehen und ihm den Kopf abhauen. Das waren noch Sitten. Aber das zeigt einfach, der David, wie reagiert er? In Vers 12. Da sagt nämlich der David, lass ihn fluchen. Der Herr hat ihn geheißen. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und mir heutiges Fluchen mit gutem vergelten. Das heißt, der David war verändert worden. Beim anderen Mal, einige Jahre zurück, da will er doch diesem Großgrundbesitzer, der ihm die Hilfe verweigert hat, gleich den Kopf abhauen. Einige Jahre später mit dem Herrn unterwegs, da sagt er zu diesem Abisai, lass ihn fluchen, der Herr hat ihn geheißen. Der Herr wird mein Elend ansehen. Das heißt, der David hat gelernt, auf Gott zu vertrauen. Der David wurde verändert. Der David wurde umgestaltet. Und genau das Gleiche dürfen auch wir erfahren und erleben, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind. Die Wiedergeburt ist der Moment eines Augenblicks. Aber zu einem Heiligen zu werden, für das bist du unterwegs. Wir sind in Christus, sind wir geheiligt ein für alle Mal. Aber wir werden geheiligt jeden Tag aufs Neue. Umgestaltet, verändert in sein Bild. Lässt du das zu? Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Der David, wo hat er in all diesen Nöten, in all diesen Anfechtungen, in all diesem Kampf, in all diesem Streit, in diesen Widersprüchen, in dem, dass sein Sohn Absalom einfach sich gegen ihn aufmacht, woher hatte der David seine Ruhe?
Das sehen wir auch schon ganz früh in seinem Leben. In 1. Samuel 30, ab Vers 1 lesen wir Folgendes. Da war der David unterwegs, sie haben gekämpft, sie haben ihre Frau zurückgelassen in Ziklag. Und da geschieht ein schlimmes Unglück, die Amalekiter kommen, sie nehmen Ziklag ein, verbrennen die Stadt, die Häuser, das ganze Haushalt, die Lebensmittelvorräte und sie nehmen Geiseln, ähnlich wie 7. Oktober, und sie deportieren sie. Und wir lesen Folgendes nun. Als David nun und seine Männer zwei Tage später in Ziklag ankamen, lag die Stadt in Schutt und Asche. Die Amalekiter waren in das Südland eingefallen und hatten dabei auch Ziklag zerstört. Sie hatten niemanden getötet, sondern alle Frauen und Kinder gefangen genommen und verschleppt. Als David und seine Männer die niedergebrannte Stadt sahen und feststellten, dass ihre Frauen und Kinder verschleppt worden waren, schrien sie laut auf und weinten, bis sie vor Erschöpfung nicht mehr konnten. Das war noch vor der Zeit, dass David König wurde. Und schon da, was machte David dort? Was hätten wir getan, wenn unsere Häuser niedergebrannt, unsere Frauen und Kinder entführt? Und dazu kommt, die ganze Stimmung der Männer von David kippt. Denn wir lesen in Vers 6, David war in großer Gefahr, denn seine Männer sprachen schon davon, ihn zu steinigen. So verbittert waren sie über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Was würden wir tun? Wo würden wir Hilfe suchen? Und dann lesen wir, Vers B, aber der David, er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und wisst ihr, das tut David seit seines Lebens. Unser Leben geht nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Unser Leben ist manchmal eine Achterbahn der Gefühle. Da gibt es Hochs und da gibt es Tiefs, da gibt es Niederlagen und Siege. Aber eines dürfen wir tun, und selbst wenn wir alles verlieren, wir dürfen uns stärken beim lebendigen Gott, so wie es der David getan hat. Aber der David, er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wo stärkst du dich? Wo suchst du den Herrn? Wo nimmst du die Zuflucht? Der David bringt sein aufgewühltes Gemüt bei Gott zur Ruhe. Und das wünsche ich dir aus tiefstem Herzen. Wo bist du zu Hause, geistlich, ganz nahe am Herzen Gottes? Ja, der Mann, David, der wurde ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und so endet die Geschichte von David so ganz anders als die von Saul. Und am Ende seines Lebens, da steht über dem Leben von David Folgendes. In 1. Chronik 29, Vers 28, da heißt es, und er starb in gutem Alter, satt an Tagen, Reichtum und Ehre. Und sein Sohn Salomo wurde an seiner Stelle König. Wisst ihr, wenn eines Tages über unserem Leben stehen darf, dieser Mann war mit Gott unterwegs. Er ist satt geworden, nicht an Reichtum und Ehre, sondern satt geworden. In einer anderen Bibelstelle heißt es, ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Sind wir satt geworden vom lebendigen Gott? Sind wir satt geworden von ihm, weil wir staunen über seine Erlösung, über dem, was er getan hat am Kreuz von Golgatha. Und so will ich schließen mit dem Bibelvers, der mir so viel bedeutet, im Psalm 27, Vers 4. Um eines, und es ist die Bitte eines David, um eines habe ich den Herrn gebeten. Das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist und still nachdenken in seinem Tempel. Möge der Herr Ihnen, dir ganz persönlich auch Gnade dazu geben. Amen. Wir wollen noch miteinander still werden und beten. Herr Jesus, wir wollen aus tiefstem Herzen aber dir Danke sagen, dass du ein wunderbarer Gott bist. Wir sehen hier diese zwei Unterschiede. Ein David, der in seiner ganzen Schwachheit, in seinem ganzen Versagen, doch Zuflucht bei dir, dem lebendigen Gott, sucht und immer wieder neu findet. Der am Anfang seines Lebens sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Und am Ende seines Lebens sagen kann, der Herr ist mein Fels, meine Zuflucht, meine Rettung, meine Burg. Und Herr Jesus, das möchte ich jeden Tag immer wieder neu erfahren, dass du nicht nur mein Hirte bist, sondern auch mein Zufluchtsort. Dass du derjenige bist, wo sich mein Herz ausschütten darf. Dass du derjenige bist, wo mein Herz zur Ruhe kommen darf. Immer
und immer wieder neu. Danke aus tiefstem Herzen, Herr Jesus. Amen.